Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge GTA. Nein, nicht so wie in der letzten Folge. Oder vorletzte? Keine Ahnung. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Beanmanji Drive. Ja, wie ihr seht, versuche ich heute mal ein Destruction Derby mit den Limousinen zu machen. Ich schätze mal, das dürfte ganz witzig werden. Wie immer fahren wir mal kurz vor und dann Chasing Player. So, ich bin mal vor allem gespannt, wie das mit der Mitte wird. Da die ja nicht wirklich crasht. Bam, schon mal da vorne gegen. Wie ihr seht, sind das die ganz normalen Corvettes. Okay, also andere Autos können gegen krachen. Das haben wir jetzt schon mal, das sehen wir schon. Bam. Das sieht schon cool aus mit drei Limousinen. Können wir so schick hinten reinrammen. Na, okay, das war nichts. Das ist echt geil mit drin. Brauchst du endlich mal jemanden Panzer machen? Stell dich mal vor, Destruction Derby mit drei Panzern. Oder ganz viele Autos gegen einen selbst und Panzer hat. Das wäre doch cool. Damn. Unser Auto sieht schon ziemlich unfreundlich aus. Oh, das hat uns fast erwischt. Komm jetzt. Slide bitte. Das war ein böser Crash. Okay, da hängen wir. Da können wir ihn aber als Schutzschild nehmen. Okay, das war nicht ganz ein Schutzschild. Ganz böse rein. So ist, glaube ich, normal, oder? Okay, jetzt wird bam. Mach mal. Mal sehen, kommt den. Holen wir uns, den schnappen wir uns, den schnabbeln wir uns. So, jetzt dürfen wir uns drehen. Perfekt. Ja, shit, oder ich wollte mich weiter drehen. Okay, jetzt haben wir Probleme. Jetzt kommen wir. Wie kommen wir raus? So. Sind wir neben ihm. Wir werden jetzt vorwärts. Shit. Was? Der Kotflieger hängt in seinem. Ich glaube, über seiner Tür fest. Und hinten kriegen wir da auch. Kriegen wir da auch fest. So, jetzt geht es wieder. Oh, shit. Vorne und hinten fest. Ich glaube nicht, dass wir da noch irgendwie freikommen. So, versuchen es einfach. So. Na, da hätten wir vielleicht stehen bleiben sollen, dass der uns rammt. Dass vielleicht freikommen. Naja, wir gehen einfach mal in seine Limo. Dann dürfen die uns hier versuchen zu folgen. Warum fährt er nicht mehr? So jetzt. Das ist lustig. Dürften aber ziemlich synchron agieren, weil sie ja eigentlich genau das gleiche Ziel haben. Also dürfte es da nicht zu sonderlich großen Problemen kommen. Okay, vorne sind sie jetzt schon mal frei. Also hinten meine ich. Komm schon. So, und jetzt wieder unsere Standard-Limo. Ich glaube, die waren es, oder? War das nicht Standard? Die waren das. Auf jeden Fall hatte unsere nicht mehr die Heckleiste. Warte, haben alle noch ihre Heckleiste? Egal. Oder es gibt Gas. Okay, Gas. Mal in die Seite. So, okay, ich werde bald wieder ein neues Auto machen, und zwar diesmal ein richtig cooles. Und zwar ein 6,1 Tonnen Fahrzeug, glaube ich, ist das. Wir gehen erstmal auf einen anderen Level, denn ich glaube, diese Destruction Derby hat gezeigt, dass die nicht wirklich so weit. Ja, wie wär's mal mit einer Runde auf dem Akron Speedway mit den Covid Sports, Covid Limo Sports. Loading Level. Gut, dann passe ich überhaupt rein. Das könnte problematisch werden. Ich fahre einfach mal raus, weiter. Hatch Limo. So. Okay, der hätte da, glaube ich, nicht reingepasst. Oder? Passt er da rein? Ja, passt er, aber auch nicht so super. Hier sind die Zuschauer.
So. Das so. Rein theoretisch könnte man so machen. Dann könnte man so für den epischen Effekt. Oder so. Naja, egal. Dann fahren wir mal raus. Wir können so eine schicke Perspektive machen. Mal sehen, wie gut wir die Runde hier schaffen. Oh, die Sliden da lang. Rubber City. Schön. Klappt bis jetzt eigentlich super, aber ich fahre mal mehr auf die Straße. Wie schnell sind wir? 160, ja, wie schnell, da wird er wahrscheinlich auch nicht. Schon 14 gebrochene Beams. Guck mal, aber wenn wir jetzt die Kurve fahren, bricht das dann ziemlich schnell aus. Können wir mal ein paar Kurven fahren? Dann crashen wir jetzt da rein. So, und dann werden wir noch hinten rein crashen. Aber er fährt noch, oder? Ach, wie wär's mal mit... Ich glaube, wir können hier mit dem Porsche super lang fahren. Ich könnte jetzt mal wieder eine kleine Runde auf dem Akron Speedway drehen. Leute. Dachte ich mir schon, dass mit dem Zaun nicht super funktioniert. Shit. Bremsen so. Shit. Shit. Nee. Dann haben wir schon einmal zu da gedotzt. Das war da auch nichts. So, okay. Also ich denke mal, morgen habe ich einen Tonner. Ja, 6,1 Tonner. Wow. Übrigens, wichtig für Folge 100. Also, ich sagte ja, ab 95, also ab morgen, in der Morgenfolge, könnt ihr... posten, macht's aber schon ab heute, denn ich werde am Sonntag aufnehmen. Also am diesen Sonntag, den 10. glaube ich. Ja, das müsste der 10. sein. Am 10.11.2013. Am Sonntag werde ich aufnehmen. Das heißt, am besten vor Samstag Orange posten. Zu diesem Video, zu Freitagsepisode oder zu Samstag-Episode. Egal. Bitte nicht doppelt posten. Ich werde nämlich zu diesen drei Videos. Also 94, 95, 96 werde ich alle überprüfen, werde ich alle gucken, ob es da irgendwelche Wünsche gab. Und ja, die aufschreiben und erfüllen, versuchen zu erfüllen. Und jetzt haut es raus. Ich bräuchte echt so ein schickes SKK. SKK, okay. So, dann dotzen wir da ab. Und das war irgendwie ziemlich unspektakulär. Ich nehme mal Crash provozieren. Der Wagen lässt sich echt gut fahren. Okay, ist gerade nicht. Nein. Hey, wir haben es sogar. Wir sind nicht stecken geblieben. Also. So, gegenlenken. Jetzt hier. Und durch die mega großen LKWs fahren. Also eine mega große LKWs vorbei, eigentlich, ja. Crasht sich denn in diese LKWs? Das wäre doch mal interessant zu wissen. Ich glaube, auf der anderen Seite stehen noch welche, oder? Stehen da welche? No. Genau, da können wir ja Folgendes machen. Oh, da sind aber, was sind das? Sollen das echt Wohnwagen sein? Das soll nicht wirklich Wohnwagen sein, oder? Okay, also so viel Supermühe hat es. Das könnte eine Konvertierung sein, so wie es aussieht. Weil so super hübsch sieht die Map jetzt nicht aus. Geht die Reifen durch? Nee. Es gibt nur zwei.
und wie Covid Rally ED Turbo. Mit dem sind wir noch nicht lange gefahren, aber mit dem schaffen wir diesen Rennen ziemlich cool. Mit dem schaffen wir diese Runde richtig schnell. Schaffen wir, das wissen wir doch. Oh, wir haben Rad verloren. Geil. Es gibt übrigens gerade ein neues Humble Bundle, das Warner Bros. Auf jeden Fall. Okay, schaff's wirklich. Das Warner Bros. Humble Bundle, da ist 4.1 und 4.2 und 3 drin. Ein anderes Spiel, das ich vielleicht noch nicht interessiere. Dann Scribble Notes Unlimited, was ich ziemlich interessant finde. Ich werde es mir auf jeden Fall kaufen, das ist ein Humble Bundle, das ist die Frage nur, ob ich. Vielleicht will ich davon ein paar Spiele Let's Playen. Das ist insbesondere vielleicht Scribble Notes. Ich war Scribble Notes, habe ich nie gespielt, aber ist geil. Guck ich mal. Und dann auch noch für die meisten wahrscheinlich interessant: Batman Arkham Asylum und Batman Arkham City. Gibt es, glaube ich, immer für 5 Dollar, also etwa, kann man sagen, so. Ein bisschen niedriger als 5 Dollar, also sagen wir 3,50 kriegt man alle diese Spiele. Super Preis wie immer, Humble Bundle. Ich empfehle euch da eigentlich vielleicht, keine Ahnung, 50 Cent oder 1 Euro an Humble Bundle selbst zu geben und den Rest dann an die Stiftung, also eine Charity, also für einen guten Zweck, dann den Rest für einen guten Zweck zu geben und vielleicht auch ein bisschen mehr Geld geben, sodass dann ja die Stiftung ist, glaube ich, diesmal ist es die von Warner Bros. Direkt für. Also Leute, die in Afrika hungern, ich glaube dagegen ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, jetzt war es das, glaube ich. Aber Charity ist eigentlich immer gut. Oh, und da ist der schlimme Crash. Ja, einfach böse. Autsch. Ja, der wäre echt böse. Genau, der können wir doch mal. Los, schneller. Wir setzen uns dann einfach auf den Rang. Und werden dann sap versieben. So, eigentlich muss ich hier nicht wirklich mehr als geradeaus fahren machen. So, und dann werden wir uns hier schick auf den Rang setzen, keine Ahnung wo. Hey, die sind hier sogar. Nein, die sind nicht 3D. Die sehen nur von der Seite 3D. Hier sind wir. Kann ja so gucken. Nein, ah, fuck. Shit. Na, wir gucken einfach mal. Von dem Rang, so. Hier, wir stehen hier, sind ganz freuen uns total auf das Rennen. Und müssen jetzt aufpassen, dass wir. Oh, ihr seht wahrscheinlich gerade gar nichts. Ah. So, da seht ihr ihn vielleicht dann. Er crasht. Nicht. Beyond Spectacular. Naja, wir werden jetzt einfach mal so Vollgas geben. Und dann als letzten finalen Crash werden wir jetzt gleich einfach beabsichtigt die Kontrolle über das Auto verlieren. Das Auto hat dann einfach viel zu gut noch unter Kontrolle, das bricht dann einfach nicht aus, das ist das Problem. So. So, da und dann kommt da einer von der Seite und. Man. Das gucken wir uns mal von einem der Ringe an. So, hier stehen wir. Da rutscht das Auto da lang und knallt dagegen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ja, vielleicht kauft ihr das Humble Bundle. Wie gesagt, Wünsche unten in die Kommentare für Folge 100. Und dann, ja, danke ich euch fürs Zuschauen und hoffe, dass es euch gefallen hat, Alter. Und sage dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer GCG.